So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Skyrim Special Edition. Zusammen mit unseren beiden wunderhübschen Mädchen. Hey, hey. Ich überlege gerade. Gut, meine Tastatur klebt. Das ist super. Begib dich mit dem Zirkel zu Iskramos Grab. Ja, stimmt. Da müssen wir ja hin. Ich ist aber ganz schön weit weg. Das heißt, ich muss zur Winterfeste fahren mit dem dämlichen Ding hier. Mit der Kutsche. Kutsche heißt das. Verdammt nochmal. Diese Kacktasten. Das ist schon ein bisschen eklig, muss man sagen. Aber gut, meine Tastaturen sind alle immer etwas gewöhnungsbedürftig. So. Das sieht doch gut aus. Ja. Inigo hat wieder seine schöne Mütze auf. Mika ist auch super drauf. So, Junge, ich brauch mal nach Winter. Why? Why you no have Dingens? Das ist doch kacke. Was macht ihr denn? Und was soll ich jetzt tun? Ihr seid ja lustig. Hm? Dieser Sand ist kacke. Ihr habt schon jemanden, der euch begleitet. Damn it! Okay, das liegt daran, dass es verdammt nochmal dunkel ist. Wie komme ich da jetzt am schlauesten hin? Hier außen rumlatschen? Na gut, das wird zwar unschön, aber ich meine, es ist ein Versuch wert, ja? Ja, es wird schon dauern. Was? It's like fighting a big ugly tree. Inigo the Brave. Ich liebe Inigo. Inigo ist super klasse. Der beste ever. Hey. Pferd. So, Schneckchen. Was ist das da? Keiner weiß. Kommt, meine Hübschen, wir müssen jetzt hier irgendwie lang dümpeln. Und erstmal den Baum mitnehmen. Oh. Nicht rumschnüffeln, einfach folgen. Gucken, ob das hier so gescheit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist noch nicht ganz klar. Ist hier ein Hirsch oder Elch oder was auch immer. Hier ist ein Leuchtturm. Ein bisschen Leuchtturm. Muss ich ihn angucken. Totes Pferd. Kann ich das resurrecten? Oh Gott, was habe ich denn hier geschrieben? Schwert ist gut. Forever gold. This one smells the scent of blood coming from within. Let us exercise caution, please. Echt? Okay. Wir gehen einfach mal rein. Wir sind einfach mal neugierig und gehen einfach mal rein. Ich meine, hier ist ein Leuchtturm und da ist irgendwie Blut drin und da liegt ein totes Buch. Oh, das ist ein Axt. Ich darf da wieder nicht hingucken. Inigo, Schneckscher. Schneckscher. Everything alright? I need you to do something. Show me. Name it, and I will do my best. I will do as you ask. Das ist der beste Schatz, der beste. Moving out. Oh. Ich habe ein Tagebuch gekriegt. Mal gucken. Oh, mein Inventar. Inventar. Bücher. Tagebuch. Nachts aus dem Keller Kretzgeräusche. Oh Gott, wir müssen in den Keller. Ja, da habe ich ja Lust drauf. Warum liegt hier Fisch rum? Ein Buch, was? Oh, zwei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Sigis Tagebuch. Müssen wir überhaupt aus dem Himmelsrand wegziehen?
Also es sind letztendlich die Tagebücher von den Leuten, die hier waren. Das Kratzen wird lauter. Na, sympathisch, sympathisch. Yo! Das sieht schon schön aus, wie es ist. Wir haben hier aber alle Tagebücher und irgendwie geht es immer irgendwie darum. Das Geber, sie wissen, dass ich das Geber hasse. Ja, die gehen alle in den Keller. Was wollt ihr denn im Keller, Leute? Ehrlich, Keller ist nicht gut. Was sagt ihr denn? Insect and death. Definitiv, Schatz, definitiv. This place has seen better days. Bisschen, oh. Die Nacksche, oh Gott. Ach, die Nacksche. Schatz, Schatz, ich brauche mal deine Hilfe. Something on your mind? What would you have me do? Yes. You could do. I am sorry, that is beyond me. I am with you, my friend. Verdammt. Ein meistes Bild, also ich muss theoretisch, ja. Also mal theoretisch, irgendwo muss ein Schlüssel rumliegen. Im Keller. Aber ganz ehrlich, selbst wenn irgendwer da rummorgst, wir schließen danach die Tür ab. Das ist doch einfach schon nie. Oh. Oh. Ich brauche einen Schlüssel. Wer hat denn hier meinen Schlüssel? Was ist das? Keiner weiß. Da wirklich alles eine Backkartoffel. Geil. Hat hier mal irgendwie einen Schlüssel, verdammt. Das ist doch Mist. Das ist doch wirklich Mist. My whiskers are freezing up. Sorry, Schatz. Wir sind hier bald raus. Aber aktuell muss ich noch rausfinden, wo ein verkackter Schlüssel ist. Bügeleisen. Oh, ist weg damit. Ich muss hier gucken, wo ein verkackter Schlüssel ist. Nirgendwo irgendwie. Okay, die Nacksche ist wieder da. Schnell weggucken. Na, dann müssen wir halt gucken, dass wir hier irgendwie reinkommen. Da war schon mal nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay. Da geht gar nichts. Vielleicht ist es eher auf der anderen Seite. Ach komm. Ich bin ja so jemand, ich probiere das immer aus. So. Problem soll. Au. Sicher ist sicher.
glaube, der ist hinüber, ja? Sehr gut. We have found a cave. This one suspects we will find no water fires or friendly faces inside. Probably not, Pikai. Definitiv nicht. Na, guck mal, was hier uns abgeht. Bestimmt nichts Gutes. Oh ja. Okay. Schnecki nicht strengeln. Ich wurde verurkt. Ich sehe nichts. Es ist tot. Macht's tot. Macht alles tot, was sich bewegt. Ich will nur das Geld. Scheiße. Hier ist Mani gestorben. Okay, ich nehme mal deine Totschmidt. Das ist meins. Geld. Und die haben bestimmt die ganzen Leute hier rein verschleppt, hä? Nee, da bin ich nicht hin. Jetzt kommen wir lang. Ist hier was? Hier ist was. Aha. So, eine Kartoffel. Das ist doch toll. Die nehme ich mit. Buch nehmen wir mal auch mit. Hey, ihr Hübschen. Da links. So viel Stress. So. Okay, wir haben es hier unten also mit riesigen, ekligen Viechern zu tun und Falmern. Na, das ist beides weniger. Gut. Aha. No, Schatz, ich sehe deine Innereien, Mann. So sollte ich dem das Ohr mitnehmen? Das ist nicht ganz klar. Ich nehme mal die Torch mit. Ist hier noch was? Ums Eck oder so? This adventure is going to give me nightmares. Na, mir erst, du. Das ist ein fetter Käfer hier. Guck dir das doch mal an. Der Bayern können vor allem damit irgendwelche Fallen abstellen. Ist ja nett. So. Nein, ich möchte keinen Schimmelpilz mit dem Tag. Erwischt, Freund, erwischt! Die Falmer mögen wohl den Kontakt zu dicken, fetten Spinnen. Oh, den nehme ich mit. Den drücke ich gleich Dings in der Hand. Mit dem Schnecki hier. Schneckscher. The sands are cold. This one is not made of pockets, ja, ich weiß, but aber we'll see what you can do. Ich gebe dir zumindest ein paar Sachen. Ja. Nein, ich will die Sachen geben, nicht nehmen. Hier. Gib ich dir auch noch. Und eine zerrissene Hose. Oh, ist eine zerrissene Hose dabei. Khajiit will follow. If anyone tries to sneak up on us, Khajiit will smell them coming. Or he might not. We will see. Dicke, fette, dicke Mobbelspinnen. So, kriechen wir mal weiter. Follow them.
Krabbeltier. Das schreckt mich nicht so, das ist gruselig hier. Mal gucken, was die Farben so in ihrer Truhe noch haben. Nix. Doch, ein bisschen was. Ha! Sehr gut. Schnecki aus dem Weg. Ich will kein Ei. Oh! Hallo. Darf ich nicht ausziehen. Bekritzelte Seite. Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier unten sind. Vater kann herunter, um uns zu suchen, aber die Kreaturen haben auch ihn gefangen genommen. Ich habe ihn gefragt, ob der Mutter oder Mani gesehen hätte, aber ich weiß nicht, ob er mich überhaupt hören konnte. Einer dieser großen Käfer schlug ihn, als er versuchte zu entkommen, und nun hatte er Fieber. Sie haben, oh Gott, sie haben Vater geholt. Da waren noch ein paar andere, die sie heruntergebracht hatten, und sie fürchten sie. Worte danach hörten wir nur noch die Schreie. Und nun auch Vater vor dir, Götter, warum habe ich nicht auf Mani gehört? Vaters Fieber wurde schlimmer und murmelte ständig etwas über Daedra. Ich weiß nicht, wo es einen Dolch versteckt hatte, aber ich glaube, ich weiß, warum er ihn hier gelassen hat. Und sie hat sich selbst abgemurkst, damit sie den Scheiß nicht mitmachen muss. Frisch so, Vibe. Finde ich gut. Ne? Also wenn sowas Aussichtsloses ist, dann würde ich auch lieber das machen. Was ist das denn? Schlachten für Schuppen. Ein dickes I. Das Dicki ist tot. Den habe ich abgemurkst. Eiskalt abgemurkst. Eklig. Hui. Eklig. Ja. Schieß sie ab. Macht sie tot. Wir rutschen hier einfach runter. Ja. Auf mich mit deinem Scheiß bewerben. Geflüchtet. Hier wird nicht geflüchtet. Haha, wisch. Kritikum ist von oben in mein Gesicht gerannt. Und dann erschrecke ich mich. Was ist das denn?
Hier, warte. Gib mir mal was Flambiertes. Scheiße. Jetzt geht's ja ab hier. Okay, Zaubertrank Ausdauer. Ja. Speck. Ah! Hilfe. Geht die nicht hin? Oh. Ach, das ist ein großes Vieh. Ich geh kaputt. Wo sind denn meine sexy Babes eigentlich hin? Ach du Scheiße, das geht weg. Ich will sterben. I don't want to die. Stirb doch mal, du Kacke hier. Ist ja schlimm. Wie, der kommt jetzt hier hoch oder was? Ich muss mich erstmal irgendwie heilen. Ja, Magicka können wir irgendwie auch mal auffrischen. Was haben wir hier noch? Wiederherstellung. Ja, Hälfte der Magicka kriegt. Doppelte Wiederherstellung. Was ist das? Durch das doppelte Wiederherstellung sind die Effekte viel wirkungsvoll. Ja, ja. Ich hab keinen Punkt. Do not do it. Leave me alone. Hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Ist gut. Oh Gott. Keine Ahnung, ist alles voll creepy hier. Ich weiß nicht mehr, wo meine zwei Hübschen sind. Die haben mich irgendwann verlassen hier. Ich laufe hier ungern alleine rum. Besonders, weil nicht wirklich klar ist, was hier drin ist. Oder was ich hier drin tun kann. Also bis hier waren wir ja noch zusammen, das weiß ich. Und dann bin ich hier hochgelatscht und dann war hier oben so ein Schnullibums. Und dann wusste ich nicht, wo es weitergeht. Und wird dann einfach da runtergesprungen. Ach, leck mich am Pops. Kackschloss. So. Was ist denn das? Nicht ganz klar, nee, das sieht ulkig aus, das will ich nicht. Meine Hübschen. Eigentlich kannst du ja nur hier. Und, oh, Schnecki. Einer ist da. Hallo. Nicht weglaufen, ne? Nicht weglaufen. Alles gut. Inigo. Komm mit, Hübscher. Ah, hier ist Inigo. Hallo, Schnecksche. Rutsch mal ein Stück. Ja, kommt ihr jetzt hier runter, oder was? Right behind you. Da sehe ich aber nicht so viel von. Genau, dann waren wir hier. Aber hier bin ich ja irgendwie alleine rumgeguckt, weil die Herren da nicht runter wollten.
Hier war auch noch alles halbwegs okay. Und dann war die Kakiarisch am Dampfen. Ach, Kacke. Nee. What the fuck? Okay, well, that kinda escalated quickly. Let's get the fuck out of here. Oh Gott. Jetzt ist bloß hier raus. Nee, also da gehen wir nicht nochmal hin. Ja, das war so ein Fall für einen Mülleimer. Jetzt muss ich ja hier gucken. Hier ist ja wieder die Nacksche. Okay, also es gibt Sachen, die sollte man definitiv sein lassen. Das ist eine davon. Kitty, sei nicht immer so neugierig. Geh nicht immer überall rein und guck, was da abgeht. Es geht selten gut. So, hier sieht doch alles wieder entspannt aus. So, da müssen wir lang. Wo ist mein Hotdog? Da ist mein Hotdog. Schneckchen, komm, wir müssen hier weg. Als wäre das niemals passiert. Wir haben nichts gesehen. Oh dear Gott, was passiert jetzt wieder? Sehr freundlich. Ist der Mammut im Eis? Das sieht hier lustig aus. Mammut im Eis. It is happening again. My mind is vibrating. It feels like it is on the end of a rope. Wait, I see something. A cabin? Trees? A face? It is fading. It is under the rug. Thank the gods. It is weakening. Oh, it is over. Ow. Hey, Nico, was los? I saw brief flashes of a cabin in the snow. It was surrounded by trees. What is happening to me? You said it's under the rug. What were you talking about? Did you recognize the cabin? Did you see anything else? Hopefully it doesn't happen again. Yes, something small and shiny. A coin? A ring? No, I cannot remember. I think my brain is broken. My brain is broken, yeah, alles klar. No, but something about the landscape was familiar. I wish I could remember where I have seen it before. Hmm. A man, perhaps? A bearded man. I did not recognize him. The flashes were very fast and confusing. Okay. If it does happen again and my brain tries to escape through my nose, push it back in, please. Hi, Nico. I love you too. So kann ich denn deinen Rüssel einstecken? Aber ich habe hier was gesehen. Nee, das sah nur so aus. Na gut. Ja, dann lass es wieder gehen. Das sah aber echt ulkig aus. Sorry. Da lag Geld rum. Schnell weg. Schnell weg, bevor irgendwer das mitbekommt. Huch. Warum liegen denn hier... Oh Gott. Der hätte nie herkommen sollen. Wupsi, dupsi. I
Kiel. Steht auf, solange ihr noch könnt. Ich will die auch looten. Warum hat der auf dem Schlachtfeld Bier dabei? Ist ein Schatz. Ganz leicht. Warum sind wir so stark? Die hätte ich bestimmt nie gegeben. Oder? Schnecke? Why are you looking at this one like that? Weil ich dir Zeug geben will. This one is not made of pockets, but we'll see what he can do. Kannst du nicht das Schild geben? Ich meine, das Schild ist bestimmt... Lead on, friend. Ja, ist bestimmt besser, aber... Ja. Sieht aus, als wenn hier irgendeine Schlacht gewesen wäre. Jedenfalls liegen hier Leichen. Oh, schon wieder so eine Talestadt. Kill der Robbe. Hey. Alter. So. What a lovely day. What a lovely day. Ich fall doch hier nicht runter. Ich meine, der Platt kann schwimmen. Und ihr könnt auch schwimmen. Guck mal. Hui. Inigo ist nur neidisch, dass er kein Pferd hat. Das ist der reine Neid, der aus ihm spricht. Und jetzt komm ich gerade. Ja. So. Hui. Pferd macht echt was es will. So. Da hinten ist wieder eine Robbe. Hui, leicht frisches Wasser. Das sieht doch vielversprechend aus hier. So. Parken. Und dann hinein. Aber erst mal speichern. So, ich kam aus Grab. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich die lustige Axt benutzen, hä? Ich bin nicht so der Axtmensch. Schatz. Keep an eye out for traps, yes? Na, ich sowieso, aber... This one is not made of pockets, but we'll see what he can do. But I can see what I can do. Hier, das gebe ich dir mal. Das kann ich dir nicht geben, weil es ein Quest-Item ist. We follow then. Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors. Und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein.